Hallo zusammen! Heute erzähle ich euch von dem Metall, das Gold problemlos ersetzen kann. Von Niob. Im Periodensystem der chemischen Elemente befindet sich Niob in der fünften Gruppe, zwischen Vanadium und Tantal. Niob erhielt seinen Namen zu Ehren von Niobe, der Tochter des antiken griechischen Königs Tantalus. Und das ist kein Zufall. Niob und Tantal sind sich in ihren Eigenschaften sehr ähnlich und es ist schwierig, sie auf den ersten Blick zu unterscheiden. Niob wird aus dem Mineral Kolumbit gewonnen, das auch Tantal enthält. Aus diesem Grund wurde Niob in den Vereinigten Staaten bis 1949 auch Kolumbium genannt, da amerikanische Wissenschaftler im 19. Jahrhundert Tantal und Niob manchmal für das gleiche Element hielten und nicht über neue Namen nachdachten. Um Niob aus Erzen zu gewinnen, wird es von Tantal und anderen Metallen gereinigt und man erhält reines Niob-Pentoxid, das mit Flusssäure weiter aufgelöst wird, wodurch man komplexe Niob-Verbindungen erhält. Diese werden dann mit metallischem Natrium zu einem metallischen Zustand reduziert. Das auf diese Weise gewonnene hochreine Niob ist ein weißes, unverformbares Metall. Wenn man es mit Tantal vergleicht, sieht man sofort den Unterschied. Tantal hat eine glänzendere Oberfläche, vielleicht hängt das aber auch von der Art der Herstellung dieser beiden Stäbe ab. Außerdem ist Niob etwa dreimal billiger als Tantal. Aufgrund seiner hohen Plastizität ist es einfach, eine Folie aus Niob herzustellen, die vom Aussehen her viel schwieriger von einer Tantalfolie zu unterscheiden ist. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, denn die Dichte von Niob ist fast zweimal geringer als die von Tantal, sodass diese Metalle mithilfe von Schuppen leicht unterschieden werden können. Außerdem ist der Schmelzpunkt von Niob 250 Grad niedriger als der von Tantal, sodass mein Gasbrenner diesen Niobstab niemals schmelzen wird. Das Einzige, was der Brenner bewirkte, war eine leichte Oxidation der Metalloberfläche, da Niob bei starker Erhitzung mit dem Sauerstoff der Luft reagieren und Niob-5-Oxid bilden kann. Aufgrund seines hohen Schmelzpunktes und seiner relativen chemischen Beständigkeit war einer der ersten kommerziellen Anwendungen von Niobium die Verwendung als Glühkörper in alten Glühbirnen. Doch später wurde dieses Metall noch durch Wolfram ersetzt. In verdünnten Säuren löst sich Niob überhaupt nicht auf. Aber unter dem Einfluss von Elektrizität verhält sich dieses Metall interessanter. Wie Tantal lässt sich Niob nämlich hervorragend anodisieren, das heißt, seine Oberfläche kann durch die Steuerung der Dicke der Oxidschicht auf der Metalloberfläche mehrfarbig gestaltet werden. Ich beschloss, dies mit Hilfe meines neuen Spannungswandlers zu tun, der aus 30 Volt eine einstellbare Konstantspannung von bis zu 120 Volt erzeugt und der Bequemlichkeit halber sogar einen Bildschirm hat. Meiner Meinung nach ist das eine sehr günstige Lösung, denn kommerziellere Geräte zum Eloxieren kosten 200 Dollar. In Analogie zu Tantal beschloss ich zunächst, Niob in einer Kochsalzlösung mit einer Konzentration von etwa 10% zu eloxieren. Ich schloss das Niob an die Anode an, das heißt an den positiven Pol der Stromquelle, und nahm eine anodisierte Tantalplatte als Kathode. Bei der Anodisierung in einer Salzsäure verhielt sich das Niob jedoch äußerst schlecht. Zuerst erschien ein brauner Oxidfilm, aber danach passierte nichts mehr Gutes. Als die Spannung erhöht wurde, begann sich das Metall einfach aufzulösen. Offenbar sind die Chloridionen für Niob aggressiver als für Tantal. Ich habe mich gefragt, vielleicht habe ich aus Versehen meine Stromquelle kaputt gemacht. Nein, sie scheint richtig zu funktionieren. Dann dämmerte es mir, dass es wohl eher an der Wahl des Elektrolyten lag, und ich suchte im Internet nach einer Antwort. Und wisst ihr, was ich dort gefunden habe? Nur eine Reihe von Links zu Geschäften, in denen ich Tantal und Niob Eloxal Kits kaufen konnte. Lediglich in einem amerikanischen Forum wurde von einem seiner Nutzer erwähnt, dass Soda- und Natriumtetraborat verwendet werden könnte. Und auf YouTube gibt es natürlich eine Menge Videos, in denen ein Mann ein Pulver namens TSP, TSP-PF, normalerweise bedeutet TSP-Triphosphat, aber auf der Verpackung steht, dass dieses Pulver frei von Phosphaten ist. Was bedeutet das? Infolgedessen ist mir dieser Stoff unbekannt. Der Handel in all seiner Pracht. Okay, dachte ich. Vielleicht gibt es ja wissenschaftliche Artikel zu diesem Thema. Natürlich gibt es sie, sogar einen relativ aktuellen, japanischen, aus dem Jahr 2016. Aber wie immer, wenn gerissene Geschäftsleute Geld für Wissenschaft verlangen, stellt sich heraus, dass der Artikel bezahlt war. Nach mehreren erfolglosen Versuchen habe ich doch noch einen einigermaßen funktionierenden Elektrolyten gefunden, der sich als Lösung von Natriumtetraborat oder einfach gesagt Borax herausstellte. Die Konzentration liegt hier etwa bei 2 Gramm pro 100 Milliliter. Neben Borax eignet sich auch eine Lösung aus gewöhnlichem Soda, mit der man aber etwas blassere Farben erhält.
Übrigens habe ich beim Experimentieren mit verschiedenen Elektrolyten einen interessanten Effekt entdeckt. In einer Natriumphosphatlösung mit einer Spannung von 100 Volt begann die Niobplatte mit einer Funkentladung zu eloxieren. Die Funken liefen an der Oberfläche des Metalls entlang und hinterließen eine Spur von oxidiertem Metall. Das sah faszinierend aus. Nach einer Reihe von Fehlschlägen gelang es mir schließlich und das Niob begann langsam in verschiedenen Farben zu funkeln, je nach der angelegten Spannung. Und je höher diese war, desto interessanter wurden die Farben. Dieses Foto zeigt, wie sich die Farbe des eloxierten Niobs in Abhängigkeit von der Spannung verändert. Bei 120 Volt bekommt das Niob eine schöne hellgrüne Farbe. Es ist auch interessant, dass die Farbe von eloxiertem Niob von der Beleuchtung her abhängt, da die Schicht, die das Metall bedeckt, sehr dünn ist. Die Farbe ändert sich aufgrund der unterschiedlichen Dicke der Niob-Oxidschicht auf der Metalloberfläche und die Farbe ergibt sich aus der Überlagerung des vom Metall reflektierten Lichts und des durch die Oxidschicht durchgelassenen Lichtes. Infolgedessen erhielt ich mehrere Stücke farbige Niobs. Ich beschloss jedoch, dass dies nicht genug war und beschloss, etwas Schöneres und Wertvolleres zu machen, da Niob von Juwelieren erfolgreich verwendet wird. Ich druckte ein Vektormodell der DNA aus, legte es auf die Niobfolie, prägte es mit einem Hammer ein und schnitt die Ränder ab. Als Ergebnis erhielt ich einen Niob-Rohling, dem man fast jede Farbe geben kann. Ich entschied mich für eine blaue Farbe, also betrug die Spannung etwa 35 Volt. Danach habe ich das Werkstück aus der Lösung genommen, es an die Anode angeschlossen, die Bürste an die Kathode und mit einer Borax-Lösung getränkt. Danach kann es ziehen. Was mich betrifft, sieht das faszinierend aus. Das einzige Problem dabei ist, dass der Elektrolyt bei der hohen Spannung kocht und die Muster vielleicht nicht sehr klar sein werden. Als Ergebnis habe ich so ein schönes Schmuckstück aus Niob gemacht. Meiner Meinung nach ist es für das erste Mal ganz gut. Allerdings sieht es nicht wirklich wie Gold aus, also habe ich ein weiteres Exemplar hergestellt und es bei einer Spannung von 60 Volt in Goldfarbe eloxiert. Danach habe ich die Spannung auf 95 Volt erhöht und schöne blaue Punkte erzeugt. Danach sah das zweite Schmuckstück schon viel besser aus als das erste. Ich denke, wenn man kein Geld für teuren Goldschmuck hat, kann man auch anodisiertes Niob oder Tantal verwenden. Das hängt ganz von den eigenen Vorlieben ab. Im Jahr 2003 hat Österreich sogar 25 Euro Gedenkmünzen herausgegeben, deren Kern aus eloxiertem Niob bestand. Neben solchen ästhetischen Zwecken wird Niob in seiner reinen Form heute aber vor allem zur Erzeugung superstarker Magnetfelder verwendet, da reines Niob bei 9 Grad Kelvin die Eigenschaften eines Supraleiters annimmt. Das heißt, es verliert absolut jeden inneren Widerstand. Wenn Niob mit flüssigem Helium gekühlt wird, wird es zum Supraleiter, weshalb dieses Metall das erste Metall wurde, das als Hochtemperatur-Supraleiter verwendet wurde. Diese Eigenschaften von Niob werden heute in Kernspintomographen und zur Kühlung von Quantencomputern genutzt. Der Large Hadron Collider verwendet etwa 600 Tonnen Kabel aus einer Legierung von Niob und Zinn. Und für die Zukunft ist geplant, supraleitende Hochfrequenzresonatoren aus reinem Niob zu installieren. Dennoch werden 90% des gewonnenen Niobs für die Herstellung von Supralegierungen verwendet, die bei einer starken Erhitzung verformungs- und korrosionsbeständig sind. Solche Legierungen werden in der Luftfahrt, bei der Herstellung von Raketentriebwerksdüsen und bei der Konstruktion von Stahltriebwerken verwendet. Wir können also sagen, dass Niob ein äußerst nützliches und erstaunliches Metall ist, das sich so leicht als Gold tarnen kann, dass man es nicht erkennt und das auch an wissenschaftlichen Entdeckungen im Hadron-Collider beteiligt ist. Wenn dir dieses Video gefallen hat, vergiss nicht, ihm einen Daumen nach oben zu geben und meinen Kanal zu abonnieren, um mehr neue und interessante Dinge zu erfahren.